Epilog. Nach dem Treffen mit Münne und Lutz kehrte Otto nach Hause zu seiner geliebten Frau zurück. Ich bin zu Hause, Corinna. Bin gerade zurückgekommen. Benno ist bei mir? Willkommen zu Hause, Otto. Ich hoffe, du hattest ein gutes Auge auf meinen Bruder. Obwohl ich nicht sagen kann, dass ich es gut finde, dass du mit einem Lächeln nach Hause kommst, nachdem du diese jungen Kinder vor der Taufe geärgert hast. Du siehst süß aus, selbst wenn du schmollst. Otto schlang seine Arme um die Hüften seiner bezaubernden Frau und küsste wiederholt ihr cremefarbenes Haar, bevor er in die Stube ging. Benno klopfte ihm auf den Kopf und sagte: Mach das, wenn ich nicht da bin. Otto, der seiner Frau so sehr zugetan war wie er, wollte mit Unterbrich unsere schöne Zeit nicht antworten. Aber wenn er das vor Corinna gesagt hätte, wäre sie wahrscheinlich wütend geworden und hätte gesagt, er solle sie nicht vor ihrem Bruder in Verlegenheit bringen, also musste er es herunterschlucken. Das Wohnzimmer in Arthurs Haus diente Corinna normalerweise als Besprechungsraum für ihre Kunden. In der Mitte des Raumes stand, anders als im Esszimmer, ein runder Tisch, um den herum vierbeinige Stühle aufgestellt waren. Auf der rechten Seite des Raumes befand sich ein Regal mit Mustern von Kleidern, die sie bereits genäht hatte. An der linken Wand hingen Wandteppiche, die sie aus Stoffresten genäht hatte. Mann, ich habe nicht erwartet, dass es so laufen würde. Dass sie Benno zu solchen Verhandlungen zwingen würde. Otto, der auf einem der Stühle Platz genommen hatte, grinste den stirnrunzelnden Benno an, der ihm gegenüber saß. Ach, mein Bruder, gezwungen zu verhandeln. Bitte erzähl mir die Einzelheiten, lieber Otto. Carinas graue Augen leuchteten, und sie schob ihren Stuhl ein wenig zu Otto hinüber, als sie mit süßer Stimme nach Einzelheiten fragte. Es war selten, dass sie sich so süß verhielt, und während sie innerlich begeistert klatschte, um sich bei Münne zu bedanken, erzählte Otto ihr beiläufig, was passiert war. Und einfach so hat Münne das Treffen viel interessanter gemacht, als ich dachte. Münne ist die Tochter deines Kapitäns, nicht wahr? Die, von der du sagtest, sie sei unglaublich klug. Ja, das ist sie. Aber weißt du, es ist jetzt etwa ein halbes Jahr her, dass sie meine Assistentin geworden ist, und ich verstehe sie immer noch nicht. Sie ist so abnormal, dass ich wirklich keine Ahnung habe, was für eine Art von Erziehung ein Kind wie sie ausmacht. Otto hatte als reisender Händler auf der ganzen Welt alle möglichen Menschen mit unterschiedlichem Status kennengelernt, und so fiel ihm Münnes Abnormalität noch mehr auf. Das gleiche galt für Benno, der ihn heute zu ihr begleitet hatte. Benno kannte dank seiner Arbeit als Kaufmann Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft. Während Otto, der ehemalige fahrende Händler, über ein breites, aber oberflächliches Wissen verfügte, hatte Benno, der reiche Stadthändler, ein tiefes und profundes Verständnis für die Menschen in seiner Stadt. Hi, Otto? War das wirklich die Tochter eines Soldaten? Ja. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Aber ich stimme mit dir überein, dass das seltsam ist. Was meint ihr beide damit? Corinna legte neugierig den Kopf schief. Otto überlegte, was Münne seltsam erscheinen ließ, und sagte, was ihm einfiel. Erstens, ihr Aussehen. Sie ist viel zu sauber, um eine Soldatentochter zu sein. Ihre Kleidung ist so zerlumpt, wie man es erwarten würde, aber ihre Haut und ihr Haar sind blitzsauber. Der Hauptmann ist ein älterer Mann wie jeder andere Soldat, aber keine seiner Töchter ist schmutzig. Vielleicht kümmert sich ihre Mutter einfach gut um sie. Corinna war als Tochter eines wohlhabenden Kaufmanns aufgewachsen. Und obwohl sie arme Menschen in der Stadt gesehen hatte, konnte sie sich deren Lebensweise nicht gut vorstellen. Es kostete Zeit, Geld und Ressourcen, sich um Haut und Haare zu kümmern. Sie verstand nicht, dass die armen Leute keinen Spielraum hatten,
um das alles zu sparen. Ich habe sie im Winter gesehen, und es sah nicht so aus, als würde sich ihre Mutter besonders viel Mühe mit der Pflege geben. Obwohl sie und Münne sich sehr ähnlich sehen. Sie ist eine echte Schönheit, völlig verschwendet an den Kapitän. Münne war einmal im Winter angewiesen worden, am Tor zu warten, wenn die Familie ausging, um Parolen zu sammeln. Otto sah ihre Mutter, als sie Münne abholte, aber er hatte nicht den Eindruck, dass sie besonders sauber war. Findest du Münne auch seltsam, Bruder? Benno stellte seine Tasse ab, sah zur Decke und stieß einen langsamen Seufzer aus. Ja. Ihr Haar hatte die Farbe der Nacht, so seidig, dass das Licht darauf schimmerte. Ihre Haut war rein weiß, kein einziger Schmutzfleck war zu finden. Ihre Hände waren glatt wie die eines Adligen, der nichts von Arbeit und Haushalt versteht. Sogar ihre Zähne waren weiß. Alles an ihr stand im Widerspruch zu ihrer zerlumpten Kleidung. Egal, wie ich es betrachte, es passt nicht zusammen. Haare, die so seidig sind, dass das Licht darauf glänzt, sagst du. Was macht sie, um es so zu machen? Was? Corinna, du bist doch schon hübsch genug. Sei still, Otto. Ich frage meinen Bruder. Otto blinzelte überrascht, wie ernst es ihr war. Frauen legten wirklich großen Wert darauf, wie seidig ihr Haar war. Corinna zeigte selten so viel Interesse an etwas anderem als am Nähen. Sieht so aus, als würde sie etwas drauf tun, aber sie wollte mir nicht sagen, was? Bennös Antwort veranlasste Corinna, Otto mit hoffnungsvollen Augen anzuschauen. Würde sie es dir sagen, Otto? Sie ist jetzt wahrscheinlich auf der Hut. Ich glaube nicht, dass sie es mir sagen wird. Otto beschloss dennoch, Münne zu fragen, wenn er sie das nächste Mal sah, seiner Frau zuliebe, die das Geheimnis von seidigem Haar wissen wollte. Er war ein Mann, der alles für seine Geliebte tun würde. Otto fuhr fort. Nun, abgesehen von ihrem Haar hat sie saubere Hände, da sie zu klein und schwach ist, um viel im Haus zu helfen. Ihre Haut ist wahrscheinlich so weiß, weil sie ständig mit Fieber im Bett liegt und nicht viel in die Sonne geht. Jetzt, wo du es sagst, wurde unser Treffen ursprünglich verschoben, weil sie krank wurde, murmelte Benno vor sich hin. Otto nickte stirnrunzelnd und erinnerte sich daran, wie mühsam es gewesen war, mit der Nervosität des Kapitäns umzugehen, nachdem Münnes Fieber 5 Tage lang nicht nachgelassen hatte. Wenn Münne so aussieht, wie sie aussieht, weil sie krank ist, solltet ihr beide sie dann wirklich als abnormal bezeichnen. Corinna stellte aus ihrem Gespräch fest, dass Münne keine große Sache war. Sie zuckte mit den Schultern, als hätte sie das Interesse verloren, aber Benno schüttelte den Kopf. Nein, es ist nicht nur ihr Aussehen. Was mich wirklich beeindruckt hat, war ihre Einstellung und ihr Tonfall. Sie trug sich auf eine Art und Weise, wie es nur diejenigen tun würden, die dafür ausgebildet sind. Es ist etwas weit hergeholt, aber ihre Eltern sind keine gefallenen Adligen, die streng in der Erziehung sind, oder? Der Hauptmann hat noch eine Tochter, und die ist normal. Sie hat auch seidiges Haar und relativ reine Haut, aber das ist auch schon alles. Sie sticht nicht so heraus wie Münne. Benno nickte auf Arthurs Erklärung hin und sah Corinna direkt an. Corinna, mit dem Mädchen stimmte viel mehr nicht als ihr Aussehen. Sie hatte den Mut, nicht wegzuschauen, wenn ich sie anstarrte. Den Scharfsinn, die Details ihrer Frisur vor mir zu verbergen und die Dinge zu ihren Gunsten zu wenden. Den Mut, einen Prototyp mit einer Frist zu riskieren, das Verhandlungsgeschick, Bedingungen zu ihren Konditionen hinzuzufügen. Nichts an ihr war wie bei einem Kind, das noch nicht einmal getauft wurde. Es gibt ein Kind, das nicht wegschaut, wenn sie es anstarren. Das Mädchen ist wirklich seltsam, kein Zweifel, rief Corinna mit großen Augen aus.
Benno war das älteste Kind der Familie und Corinna das jüngste, und als ihr Vater nicht lange nach ihrer Geburt starb, hatte Benno in vielerlei Hinsicht seinen Platz eingenommen. Sie war damit aufgewachsen, von Benno hart gescholten zu werden, und wusste daher sehr gut, wie furchterregend sein Blick sein konnte. Ah, weißt du, sie hat auch ein tolles Gedächtnis und eine gute Auffassungsgabe in Mathe. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich ihr die Schiefertafel gegeben habe. Sie wusste, wie man den Stift hält und wie man ihn benutzt, ohne dass man ihr etwas beibringen musste. Es war fast so, als ob sie schon wusste, wie man schreibt. Vielleicht hat sie es gelernt, indem sie dir zugesehen hat, schlug Corinna vor, während sie Otto mehr Wein einschenkte, nachdem sie bemerkt hatte, dass sein Becher leer war. Otto nahm einen Schluck, während er überlegte, wie er seine Antwort formulieren sollte. Nun, ich habe ihr gezeigt, wie ich es gemacht habe, aber es ist nicht so einfach, ohne praktische Übung zu schreiben. Man könnte einem Kind 100 Jahre lang erklären, wie man einen Stift hält, und es hätte immer noch Schwierigkeiten, Linien zu ziehen. Bei Buchstaben ist das noch schwieriger. Da hast du recht. Corinna wusste aus dem Unterricht ihrer eigenen Lehrlinge, dass verbale Erklärungen allein nicht ausreichten, damit Kinder lernten. Münnes mathematische Fähigkeiten sind auch seltsam. Sie sagte, ihre Mutter habe ihr die Zahlen auf dem Markt beigebracht, aber wenn man die Zahlen kennt, heißt das noch lange nicht, dass man auch rechnen kann, oder? Warte mal, sagte Benno. Die Lehrlinge bei mir wissen, wie man ein bisschen rechnet. Sie lernen es, wenn sie Zeit mit ihren Eltern verbringen. Die meisten Kaufmannslehrlinge waren die Kinder von Kaufleuten, so dass viele von ihnen schon lesen, schreiben und ein wenig rechnen konnten, als sie getauft wurden. Otto selbst hatte Lesen und Rechnen gelernt, als er mit seinen Kaufmannseltern durch die Welt reiste. Aber das Rechnen, das Münne beherrschte, war auf einem ganz anderen Niveau. Münne kann viel mehr als nur ein bisschen Mathe. Bei den Budgetberichten geht es darum, den Bestand und den Preis all der Dinge zu berechnen, die wir am Südtor verwenden, ja. Die Zahlen sind viel größer als die kleinen Zahlen auf dem Markt. Um mehrere Ziffern größer. Aber sie kann sie ohne Probleme ausrechnen, als wäre es das Natürlichste der Welt. Und sie benutzt nicht einmal einen Taschenrechner. Sie schreibt die Zahlen einfach nebeneinander auf die Tafel. Ich wusste es, du hast sie als deine Assistentin arbeiten lassen. Wie können sie so ein kleines Kind dazu bringen, bei den Haushaltsberichten zu helfen? Beschämend. Otto, der Benno's amüsiertes Grinsen sah, senkte seine Stimme. Ich habe das noch nie zu jemandem gesagt, aber hör zu. Sie erledigt den größten Teil meines Papierkrams für mich. 70%, mindestens. Was? 70%? Oh je. Beide waren schockiert. Benno erstarrte kurz, die Augen weit aufgerissen vor Schreck, und Corinna ging es nicht viel anders. Otto konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Wenn sie mehr Wörter lesen könnte, würde sie das alles machen. Sie ist etwas anderes. Einmal war ich auf einer Tagung, und sie hat das Vorstellungsschreiben eines Adligen perfekt bearbeitet. Dieser Vorfall überraschte ihn wirklich. Otto hatte nach dem Treffen den Bericht von Münne erhalten. Sie erzählte ihm, dass ein Kaufmann mit einem Empfehlungsschreiben eines Laienadligen auf ihn wartete. Normalerweise haben Besucher mit einem Brief eines Adligen, der sie bei einem anderen Adligen vorstellt, höchste Priorität, und ihre Bedürfnisse wurden sofort berücksichtigt, damit sie so schnell wie möglich zum Schlosstor geschickt werden konnten. Selbst Bürgerliche werden wie Laien behandelt. An diesem Tag fand jedoch eine Versammlung statt, die von einem Adligen abgehalten wurde. Es war klar, dass der Archnoble vorrangig behandelt werden sollte. Aber ein Fehler in der Behandlung könnte den Besucher so wütend machen.
dass er sein Einführungsschreiben als Schutzschild benutzt, um in die Sitzung einzudringen, was den Zorn des Adligen auf sich ziehen und die Situation außer Kontrolle geraten lassen würde. Die Situation war kompliziert. Und inmitten dieser Kompliziertheit nutzte Münne den Stolz der einfachen Kaufleute aus. Indem sie sie in den Warteraum für Laien schickte und die Situation auf angenehme Weise umrahmte, indem sie ihnen mitteilte, dass ein Treffen der Archnobles im Gange sei. Zu allem Überfluss erstattete sie unmittelbar nach dem Ende der Sitzung Bericht über die Situation. Wodurch geschickt vermieden wurde, dass der Befehlshaber den Raum verließ, bevor er die Unterschrift geleistet hatte. Die Situation wurde schnell gelöst, und zwar so, dass der Kommandeur den verwirrten Soldaten zurechtweisen konnte, weil er sich auf ein Kind verlassen hatte. Es war perfekt. Sie muss also erstaunlich sein. Erstaunlich ist eine Möglichkeit, es auszudrücken, aber es ist ihr. Sie ist abnormal. Irgendetwas ist seltsam an ihr. Aber ich glaube nicht, dass ihr Vater, der Kapitän, das überhaupt bemerkt hat. Er behandelt sie wie jede andere süße und kränkliche Tochter. Wenn ich nicht gesagt hätte, dass ich sie zu meiner Assistentin machen will, hätte er wahrscheinlich nie bemerkt, wie intelligent sie ist. Gut für sie, dass sie dicke Eltern hat. Wenn die das gemerkt hätten, hätten sie sie vielleicht als Freak rausgeschmissen, sagte Benno, woraufhin Corinna die Stirn runzelte. Mach darüber nicht einmal Witze. Ich will es mir nicht vorstellen. Mach dir keine Sorgen, Corinna. Selbst wenn ihre Eltern sie rausschmeißen würden, würde Benno sie auffangen. Sie ist geschickt genug, um gegen Benno zu kämpfen und zu gewinnen, sagte Otto grinsend. Corinna kicherte. Hi, Otto. Meinst du, das Mädchen schafft das Zeug wirklich? Benno warf Otto einen strengen Blick zu und trommelte mit den Fingern auf dem Tisch. Seine rotbraunen Augen waren zu denen eines Kaufmanns geworden, der die Zukunft nach Profit absucht. Das Papier, das kein Pergament ist und aus Tierhaut besteht. Ja, sie wird es schaffen. Daran besteht kein Zweifel. Du scheinst ziemlich viel Vertrauen in sie zu haben. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich ihr gesagt, dass sie, wenn sie etwas nicht selbst machen kann, es von jemand anderem machen lassen sollte. Jetzt, wo Lutz ihre Arme und Beine geworden ist, hat sie nichts mehr zu befürchten. Münne war vor allem über ihre Schwäche frustriert, die ein klares Zeichen dafür war, dass sie die Methode zur Papierherstellung kannte, sie aber nicht selbst ausführen konnte. Sie hatte gesagt, sie würde Prototypen herstellen, gerade weil sie wusste, dass sie es konnte. Otto glaubte nicht, dass sie sich verspielt hatte. So ein Papier wird den Markt auf den Kopf stellen. Ich frage mich, wie ich mit ihr umgehen soll. Woa? Denkst du jetzt daran, Münne einzustellen? Otto, der aus Bennös Worten her aushörte, dass er vorhatte, nicht nur Lutz, sondern auch Münne als Lehrling zu nehmen, riss überrascht die Augen weit auf. Aber natürlich. Glaubst du, ich überlasse sie einem anderen? Hast du eine Ahnung, wie viele Produkte das Mädchen ganz alleine erfinden wird? Dieser Haarstift, das Zeug, das die Haare zum Glänzen bringt, das Papier, das kein Pergament ist. Das sind alle Erfindungen, von denen ich heute erfahren habe, aber sie verbirgt bestimmt noch mehr. Sie wird zu einer lebenden Naturkatastrophe, die den Markt zerstört und ihn neu erschafft. Moment mal. Sie ist meine Assistentin. Ich werde sie mir nicht wegnehmen lassen. Benno hatte völlig recht, aber Otto ließ sich nicht beirren. Er hatte das letzte halbe Jahr damit verbracht, sie auszubilden, damit sie ihm in der Budget-Saison helfen konnte. Er würde nicht zulassen, dass sie ihm jemand kampflos wegschnappt. Aber Benno lachte nur süffisant und verzog seine Lippen zu einem Grinsen. Das Mädchen sagte, Kaufmann zu werden sei ihre zweite Wahl. Sie sagte sogar,
dass sie nicht daran interessiert sei, deine Assistentin zu sein. Du hast nur ein halbes Jahr auf sie verwendet, stimmt's? Gib es auf. Suchen Sie sich jemand anderen. Ich werde nie jemanden finden, der nur 6 Monate Ausbildung braucht, um auch nur halb so kompetent zu sein wie Sie. Wenn Münne nur denkt und Lutz alles macht, wo ist dann das Problem, dass sie am Tor arbeitet? Zumindest würde er nicht darauf verzichten, sie für die Budget-Saison zu engagieren. Dachte er zumindest und starrte so fest er konnte, aber es war Benno, der sich keinen Millimeter rührte. Er stellte seine Tasse ab und beugte sich vor. Nein. Ich werde einen Vertrag mit ihr bei der Kaufmannsgilde abschließen. Ich werde nicht riskieren, dass ein anderer sie bekommt. Münne hat nicht das Zeug dazu, in der Kaufmannsgilde zu überleben. Sie ist so schwach und kränklich, dass man es kaum glauben kann. Jede Arbeit, bei der man sich bewegen muss, ist zu viel für sie. Ist sie wirklich so krank? Benno war so verblüfft, dass er den Schwung verlor, was Otto zum Anlass nahm. Er brachte seinen Standpunkt auf den Punkt. Ich habe gedacht, dass es ihr in einem Zimmer mit einem Ofen gut gehen würde und habe sie für eine einzige Glocke allein gelassen, aber als ich zurückkam, war sie zusammengebrochen und hatte Fieber. Was? Otto hatte während seines Wachdienstes am Tor stehen müssen. Also hatte er Münne für eine Weile in einem Raum mit einem Ofen gelassen, aber als er zurückkam, um nach ihr zu sehen, war sie zusammengebrochen und hatte eine glühend heiße Stirn. Als Gunther kam, um sie zu holen, sagte er: Keine Panik. Das passiert immer wieder. Otto konnte sich vorstellen, dass das bedeutete, dass Münnes anormale Schwäche von ihrer Familie als eine Tatsache akzeptiert wurde. Als der Frühling begann, war es furchtbar. Sie konnte nicht einmal von ihrem Haus zum Tor laufen. Ach. Aber ich glaube nicht, dass der Weg zum Tor von jedem Haus in der Stadt so weit sein sollte, meine Liebe. Da die äußeren Mauern die Stadt vollständig umgaben, war sie eigentlich gar nicht so groß. Ein Kind sollte in der Lage sein, innerhalb der Zeitspanne eines einzigen Glockenschlags vom Westtor zum Östtö zu laufen. Das ist richtig. Das Haus des Kapitäns ist nicht allzu weit vom Südtor entfernt. Aber sie konnte es nicht schaffen. Sie würde auf halber Strecke erschöpft sein, den Rest des Weges getragen werden und dann unbeweglich im Nachtschichtraum liegen. Danach war sie jedes Mal für 2 oder 3 Tage bettlägerig. Hey, ist das nicht, gefährlich? Würde sie nicht einfach sterben, wenn man sie zur Arbeit schickt? Das war eine berechtigte Sorge. Vor allem Benös Laden wurde immer größer und war ebenso geschäftig wie erfolgreich. Otto rechnete nicht damit, dass Münne mit ihrem kränklichen Körper in der Lage wäre, dort zu arbeiten. NGH. Man hatte Benno gesagt, dass sie kränklich war, aber dass sie so kränklich war, hatte er wohl nicht erwartet. Er rieb sich die Schläfen und war in Gedanken versunken. Nachdem dieses Thema geklärt war, stand Corinna auf, um das Mittagessen vorzubereiten. Auf dem Tisch standen eine Lampe, ein kleiner Krug zum Nachfüllen der Tassen und ein Teller mit Trockenfleisch als Snack. Otto kaute angestrengt auf dem salzigen Trockenfleisch und sah zu, wie Benno sich ein neues Glas einschenkte. Hey, Benno. Bist du sicher, dass du nichts von der Krankheit weißt, die Münne erwähnt hat? Das mit der Hitze in ihr? Aus der Reaktion von Benno auf Münnes Frage schloss Otto, dass er tatsächlich wusste, was die Krankheit war, und das stimmte auch. Benno sah ein wenig auf und überlegte, ob er es sagen sollte oder nicht. Nach kurzem Überlegen ließ er ein leises Murmeln hören, was für ihn selten war. Ich dachte mir, dass sie die Verschlingung haben könnte. Aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt nicht genug Beweise. Die Verschlingung. Was ist das für eine Krankheit? Es ist keine Krankheit. Es ist,
wenn das Mana in dir zu sehr wächst und dich von innen heraus auffrisst. Arthurs Augen weiteten sich vor Überraschung. Mana war eine geheimnisvolle, mächtige Energie, die gewöhnliche Menschen nicht hatten. Er bekam sie nicht oft zu Gesicht und wusste daher nicht allzu viel darüber, aber soweit er wusste, hieß es, dass kein Land ohne die Hilfe von Mana überleben konnte. Deshalb standen Adlige, die über Mana verfügten, über den einfachen Leuten und führten die Länder an. Es ist selten, aber manchmal besitzen auch diejenigen, die keine Adligen sind, Mana. Aber die magischen Werkzeuge, die man braucht, um Mana freizusetzen, sind unglaublich teuer. Und so ist es wahr, dass nur Adlige in der Lage sind, Mana richtig zu nutzen. Benno wusste aufgrund seiner Marktbeziehungen zu Adligen mehr über das Innenleben dieses Landes als Otto. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber wenn das Mädchen die Verschlingung hat, würde das sowohl ihre kränkliche Natur als auch ihre geringe Größe erklären. Die Sache ist die, wenn es sich wirklich um die Verschlingung handelt, dann wird es ohne ein magisches Werkzeug nicht lange dauern, bis das Mädchen stirbt. Was? Otto, dem der Gedanke an Gunther, der in Münne vernarrt war, durch den Kopf ging, starrte Benno an, als hätte man ihn mit einem Eimer kalten Wassers geschlagen. Aber Bennos Gesichtsausdruck war ernst, und Otto konnte erkennen, dass er keine Scherze machte. Das Mana in ihr wird wachsen und sie bei lebendigem Leibe auffressen. Gewöhnliche Menschen mit Mana überleben in der Regel nicht bis zu ihrer Taufe ohne ein magisches Werkzeug. Können wir etwas tun? Fragte Otto verzweifelt. Vielleicht würde Benno eine Lösung für das Problem wissen. Benno seufzte und kratzte sich am Kopf. Sie kann dem Sterben entgehen, wenn sie einen Vertrag mit einem Adligen abschließt. Der wird ihr magische Werkzeuge leihen. Aber das hieße, dass sie ihr Leben wegschreibt. Sie würde zu einem lebenden Möbelstück werden, das nur existiert, um ihre Macht für Adlige zu nutzen. Schwer zu sagen, ob es besser oder schlechter wäre, jung mit ihrer Familie zu sterben. Bennos Worte ließen keinen einfachen Ausweg zu. Otto konnte selbst nicht sagen, was besser wäre. Er wollte nicht sterben, aber er wollte auch kein Leben führen, in dem er Adligen wie Vieh diente. Otto, nimm es nicht zu ernst. Wir wissen doch noch gar nicht, ob sie wirklich die Verschlingung hat, sagte Benno. Erstens wäre sie schon am Rande des Todes, wenn sie es wirklich hätte. Dann könnte sie nicht mehr so draußen herumlaufen. Verstehe. Arthurs Brust wurde gleichzeitig von leichter Erleichterung und großem Unbehagen durchflutet. Münne war mehrfach am Rande des Todes gewesen. Er hatte gehört, dass sie nur durch monatelange harte Arbeit in der Lage war, draußen herumzulaufen, und dass sie bisher kaum nach draußen gegangen war. Würde es ihr wirklich gut gehen? Sollte er Gunther davon berichten? Otto schluckte den Strudel der Gefühle in sich hinunter, indem er einen Schluck Alkohol aus seinem Becher nahm.